Ja, liebe Leute, Straße soweit fertig gefräst. Puh, ja, den letzten Rest noch gemacht. Jetzt bin gerade mal so ein bisschen am Pinseln. Könnt ihr das sehen mit dem Kopfsteinpflaster? Ja, seht ihr das? Alles gefräst, alles einzeln gefräst. Ganzen Rillen. Ja. Erstmal Gips gestrichen. Ja, jetzt würde der eine sagen, hier und da, das kann man besser machen. Aber ihr wisst ja gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Und so sieht das denn aus, wenn das noch nicht behandelt ist. Aber ich mache das jetzt mit bisschen Wasserfarben. Hier und da ein bisschen Schwarz nehmen, bisschen verdünnen mit Wasser. Und dann sieht das optisch so aus, ne? Jetzt hier einen groben Pinsel, dann nimmt ihr hier ein bisschen Wasser. Man könnt ihr hier auch mal ein bisschen heller machen, wenn ihr die Stellen zu dunkel findet. Dann geht ihr mit dem Pinsel, Wasserpinsel rüber. Ja, und dann wird das optisch schon richtig genial werden. Ne? So sie ein bisschen nach Struktur reinkriegen, dass man vielleicht noch ein bisschen aufhält. Ja, mit Weiß vielleicht später nochmal. Aber so sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ja, und dann wird das alles hier gemacht, bis da hinten hin. Und gut ist, ne? Aber ich finde, die Straße sieht tausendmal besser aus als vorher. Ja, andere würden jetzt sagen, okay, kann man auch anders machen. Oder ich würde eher diese Klebestraßen nehmen. Ja. Aber wie gesagt, zum Thema Klebestraßen oder diese selbstklebenden Straßen, ich finde die furchtbar. Das ist, mag zwar sein, dass vielleicht Leute damit umgehen können, aber hier oben bei Wärme und Kälte ist tausendmal, gibt es tausendmal besser. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es aufruppelt oder sich auflöst, die komische Straße. Ja. So, ich muss jetzt Schluss machen. So sieht das denn aus, wenn der Zaun hier ist. So habe ich mir das gedacht, dass der Zaun jetzt hier steht. Dann in dem Bereich steht, ja, bleib doch mal stehen. Hier eben erst ein Standard hier. So, so soll das stehen. Na, natürlich kommt da hinten auch noch was hin, klar, ganz klar. So, und dann kommt hier noch ein Stück hin, habe ich mir überlegt. Das wird auch genial aussehen, Leute. Meine Güte, das wird echt perfekt. Bin ich mir 100%ig sicher. Aber die Bude wird auch noch ein bisschen dreckig und schäckig gealtert. Bisschen hier und da. Aber das wird genial. Das wird echt perfekt. Da könnt ihr drauf ab. Also mir gefällt das schon mal jetzt schon richtig gut. Klar, hier und da muss alles noch was gemacht werden. Bisschen noch dreckig. Ich habe sogar einzeln hier teilweise Schlaglöcher eingefräst. Hier ein bisschen die Straße ein bisschen kaputt hier gemacht. Da ein Schlagloch drin. Seht ihr das? Das Dunkle jetzt da. Da. Echt genial. Hier ist auch noch ein Schlagloch drin. Echt. Also da kann man, also mit Gips kann man einiges machen. Hier ist ein Stück Straße abgebrochen in dem Bereich. Ja. Ja. So, das sieht schon echt genial aus. Finde ich. Also mir macht das tierisch Spaß. Es war viel Arbeit, aber dafür hat man auch ein geiles Ergebnis, ne? Muss ich echt sagen. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Jo. Langsam auch wieder mich vorbereiten, wieder das Essen machen, nochmal Hände putzen hier. So. Naja, gut. Aber wie gesagt, das wird schon echt genial werden. Die Straße sieht echt top aus. Mit Schlaglöchern drin und hier und da ein bisschen was abgebrochen an den Kanten. Das ist mir wirklich passiert. Also, das ist teilweise, denkst du dann, oh, das ist ja abgebrochen, um Gottes Willen. Aber wenn ihr den farbig malt, denkt ihr, wow, das sieht so genial aus, so echt aus. Ja, das ist schon echt irre. Ja. Gut, ja. Ob das sieht das doch genial aus schon.
Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss, tschüss.